Und wir machen heute weiter mit einem Langstreckenrennen mal. Der Old Town. Oh. Ich habe gehört, dass viel Polizei unterwegs ist. Sei vorsichtig. Kam über Polizeifunk rein. Wir müssen Geld für uns rankarren, nicht fürs Pizzabudget des LPD. Ha. Soweit ich weiß, karre ich ja auch Geld ran. Speedy, mein Liebling. Mir gefällt dein Selbstvertrauen. Aber weniger Blabla und mehr Brummbrumm, okay? Du bist so eine Poetin, Tess. Ja, hier sind wir gerade mit unserem A-Fahrzeug unterwegs, das sogar noch stärker ist als der Eclipse. Wir brauchen eh jetzt gerade Kohle ohne Ende, weil wir erstmal dieses Upgrade verkaufen müssen für die Garage. Und dann können wir mal noch gucken, was wir machen. So, ich werde auf jeden Fall dieses Langstreckending heute noch mal fahren. So, Rivalen. Gucken wir mal, was da sind. Obi, Varo, Chilton, Ross, Davis, Josisha und den guten Boost. In 3000 wollen wir fahren. Wir haben sogar noch das stärkste Auto auf dem Verdings. Starten wir mal. Machen wir mal eine Wette auf Boost. Mit dem neuen Auto. Also, das ist neu, aber. Das wird sogar irgendwann auf A Plus gehen soll. Deswegen brauchen wir jetzt mal ein bisschen Kohle. Entschuldigung. Ja? Zentrale, nehmt Verfolgung wieder auf. Wir sind momentan noch nur Siebter. Aber die haben alle nah, sind alle beieinander. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen dran. Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Dreckstransporter. Nee, das war nicht geplant, der scheiß Transporter. Ich war schon wieder auf dem Weg nach vorne. Oh, Alter, gehen wir gerade. Ja, ja, ich will aber eigentlich ein bisschen Gas geben hier. Ich weiß nicht, aber die geht aber richtig ab, ey. Ich jag jetzt gerade mal schön im Windschirm, wobei das die Olle mich mitziehen soll. Ja, dann mach ich jetzt wohl mal ernst. Oh, geht mir beide mal nicht auf den Senke gerade. Oh, wie 500 Meter Vorsprung. Oh, das
Wow, wo kommt denn Del Rey noch her? Ja. Erledigen wir das, dann gibt's ein Bier. Nein! Wäre das Ding zerstörbar gewesen! Wäre das Ding zerstörbar gewesen, wenn ich glaube ich vorbei an. Ja, es ist hier vorbei. Mann! Zentrale, Streife hier. Wir verfolgen das Objekt. Hätte ich die Olle gehabt, ey. Wäre diese scheiß Ecke nicht gewesen, hätte ich gar einfach den gewonnen. Hätte ich das Ding nicht gewonnen, ey. Hätte ich das Ding gewonnen, ey. Mann, ey. Ja, natürlich. Also, die hat auch den Jackpot verpasst, oder? Ich kotze mich gerade an. Ey. Wow, Alter! Natürlich, baller dir erstmal die Scheißkarre da vor die Nase, ey! Klar, fahr ruhig vorbei, kein Problem! Ja. So, jetzt hole ich mir erstmal kurz da vorne den Kollegen wieder. Kollegen namens Boost. Wenn man bedenkt, das ist A, ein Langstreckenrennen, B, was über 3000 bringt. Halbzeit. Das macht Spaß. Thank you.
Ja, ich bin jetzt an einem Auto dran auf jeden Fall. Das war mir fast klar. Das war mir sowas von fast klar, ey. Dass der mir in die Karre reinfährt und wer da hinterher der Leidtragende ist, ich bin es am Ende. So, Bussi. Das Problem ist, ich habe jetzt noch einen hinter mir, nämlich Obi. Das meinst du? Ich hab gerade erst neu lackiert. Hey, hast du geschummelt? Die Streife hilft euch aus. Wie Checkpoint verpasst? Wie Checkpoint verpasst? Wo habe ich den Checkpoint verpasst? Was? Du verarschst mich doch! Ey, wo das Ding wird? Ich habe das Gefühl, das Ding wird dem Gegner geschenkt. Ey, wo wird denn. Was? Wo bin ich auf Futter geworden? Ey, der Hauptsache, ich bin rausgenommen worden. Also einmal versuche ich es jetzt noch. Also dass ich war ja dran an dem und dann den Checkpoint verpasst, wofür? Einmal versuche ich es noch. Danke, dass du Asi mir noch mal die Karre in die Wand drückst. Genau, wo kommt sie? Warum er jetzt die scheiß Karre herkommt? Ich bin jetzt Vierter momentan. Du schlägst dich nicht schlecht. Dieses Arschloch nimmt echt keine Rücksicht. Ja, was so mal, ja? Du bist echt gut. Warum muss du mal eigentlich nicht der Leidtragende sein, wenn ihr in die scheiß Gegenverkehr knallt? Also das weiß ich, ja, aber das davor, ne. Jetzt muss ich mir noch mal die Kollegin da vorne krallen. Das war schon fast zu einfach. Ja, mal dich schon durch. Come on!
Es kann doch nicht sein, dass ich die alle nicht da kriege da vorne. Klar doch. Aber die scheint auch einen Fehler eingebaut zu haben. Klar doch, Mann! Das ist typisch Need for Speed, ey! Sobald du nur irgendwie in die Nähe kommst vom Gegner, da muss doch ein NPC hin! Mann! Ich sag ja, immer wenn du sobald du nur in die Nähe von dem kommst, haut da, muss ein NPC hin. Hätte ich die scheiß Karre nicht gerammt, hätte ich die Olle hätte ich geschlagen, ja. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, ey. Aber ich habe gesagt, ich mache Feierabend heute. Mann, das kann doch nicht sein, dass ich die Olle nicht geschlagen bekomme. Ausstehende Lieferung eines ultimativen Mercedes. Hast du Zeit? Oh, Mercedes AMG GT? Habe ich recht? Klar habe ich recht. Stimmt, genau. Eine weitere Chance, Lake zu zeigen, was unsere Werkstatt drauf hat. Na, den fahren wir noch, komm. Standort durch und ich drehe eine Runde. Gesagt, getan. Ich bestelle heute Abend übrigens Essen. Ich auch. Deswegen versuche ich jetzt, hau ich jetzt durch. Also ich, klar. Denk dran, du brauchst ein Auto von jedem der vier Typen für das Grand. Jess meint es mit den Regeln ernst. Ich bin ja dabei. Mein Abschlussauto ist doch schon mal. Mein Auto ist fertig. Mein Abschlussauto ist der Ekel. Ist der Wagen hier. Ja, leider haben wir uns heute das Event nicht gewonnen. Aber keine Sorge, das schaffen wir noch irgendwann. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die scheiß Köpfe wieder auf den Sinke gehen. Tschüss. Da kommt der nächste hinterher. Was ist denn heute los mit den Cops, ey? Na gut, die haben ja angekündigt, dass sie ein bisschen mehr aufge... Das ist schön, na danke, dass du mir schon wieder auf den Senkel gibst. Ich hätte die Karre gehabt, gerne. Oh Mann, ey. Danke, dass hier zwei Affen mir damit das Event versaut. Ja, schön. Douglas Park untergetaucht. Ich will dieses Arschloch endlich finden. Hab keine Kraft mehr. So, ich hätte die Karre jetzt gerne. Aber stimmt ja. Warte mal. Oder doch, da vorne steht sie ja noch.
So, da vorne steht sie doch. Warte mal, warte. Die Karre hätte ich gerne noch. Ja, nerv mich nicht, Drecks-Lieferkarre. Lass mich in Ruhe, ich muss hier in die Richtung. So. Ich komme hier nicht gegen. Aber schön, dass die Dreckskopfs mir mal unbedingt das Rennen ein bisschen versauen wollen, ne? So, jetzt darf ich endlich mal. Ich kann nicht hier ohne. Ja, natürlich steht da ein scheiß Kopf oder was? Verpiss dich jetzt! So, weg ist er. Mann, ne Fresse, ey! So, jetzt. Dafür gibt es nämlich 6.000 und die hätte ich gerne. Gold 1,35. Warte mal, die 20 Sekunden kriege ich da ohne Probleme hin, oder? So, 5 Sekunden fehlen noch. Tagesherausforderung. So. Gold, und zwar. Ja gut, ich habe mich ein bisschen aufs Griff, aufs Driften ein bisschen konzentriert. So, jetzt ist im Kopf verfügbar. 6.000 wäre geil, die Karre sofort gekauft, aber... Nun ja. Hey, hab den Mercedes abgeliefert. Ja, der Kunde war begeistert. So. Gut. Da. Tolle Arbeit, verdient tolles Essen. Lust auf Pizza oder Nudeln? Oder vielleicht was von Blama Ramen? Das Restaurant von Holden Parker dem Dritten? Du weißt, was es da gibt, oder? Reichhaltige scharfe Nudeln und Miso-Suppe. Abgerundet mit dem besten fettarm- und proteinhaltigen Lama-Fleisch. Ah, stimmt. Vielleicht lieber nicht. Ein bisschen neugierig macht mich das Lama aber schon. Okay, viel Spaß. Wir hören uns, Ryder. So, für heute ist dann eben mal Feierabend, auch wenn wir es heute nicht ganz so erfolgreich gemacht haben. Wir haben zumindest das Auto abgeliefert. So, wir können Nakura dann auch was. Wir brauchen danach ein S-Auto und danach ein S-Plus-Auto noch danach. Dann haben wir also soweit alles soweit fertig. Wir brauchen 4 Autos. So, dann haben wir das auch. So.
Wir gehen wieder in die Nacht und in der nächsten Episode. Ja, weiß noch nicht, ob wir dann schon wieder so weit sind, aber den Lamborghini hat sie hier angefangen hat. Nein, sie hat sich nicht wirklich gut mit Autos ausgekannt. Aber ich wollte ihr einfach helfen, so gut es ging. Hab sie nur kurz kennengelernt und ich weiß echt nicht, wie du das geschafft hast. Als Kiddo sie damals hier anschleppte, fragte ich mich, ob sie wohl hier bleiben würde. Naja, wir wissen ja, wie das ausging. Aber trotzdem, als sie den Wagen zusammenbauten, dachte ich, dass ich nicht alles falsch gemacht hatte. So. Gut, ja, wir müssen halt leider. Wir könnten den jetzt auf A Plus stellen, auf Pro. Dann hätte ich Nitro. Aber dann wäre der Wagen auf A Plus. Definitiv. Dann wäre der Wagen schon auf A Plus. Machen wir auch. Blup. Und wir haben unser erstes A Plus Auto. Zumindest mal, also zumindest unser eigenes. So, jetzt sparen wir den Rest ein bisschen zusammen. Gut, wir haben zwar einige A-Plus-Events wahrscheinlich dann direkt auch, ne? Fragezeichen? Ja, haben wir. Aber kein Geld. Wir brauchen hier Stufe 3 und 8000. Aber ich weiß, das ist fast alles so Dinger, ne? Ja, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. In ASB-Events, die hätte ich. Die müssen wir auch noch fahren. Das ist das Problem an der Sache. Gut, aber da kümmern wir uns in der nächsten Episode drüber. Ich freue mich, wenn du wieder einschalten würdest. Hier bei Let's Play. Need for Speed Unbound und dann geht's weiter. Ja, nicht für euch, für Grand 2 von 4. Da fehlt es noch ein A-Plus-Auto. Das müssen wir noch machen. Dafür kriegen wir Crown Victoria. Wir brauchen aber Startgeld 50.000 bis dahin. Also müssen wir da auch noch ein bisschen sparen. Gut. Ich will trotzdem weiter Feierabend machen hier für heute. Wir sehen uns ja nächste Woche wieder. Und dann sparen wir uns ein bisschen Kohle zusammen. Wir müssen nämlich langsam die 50.000 zusammen kriegen. Bis dahin. Und Wiedersehen.